Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on Dream und auch auf Wunsch von euch hin natürlich gucken wir uns Hello Collective erneut an. Die haben ja Earnings rausgebracht, ist natürlich schon ein bisschen her, aber durch meine Urlaubszeit war ich ja nicht in der Lage, hier Videos zu machen und hochzuladen. Das ist leider technisch nicht möglich gewesen, wie ich mir das eventuell vorgestellt hatte. Aber deswegen gucken wir jetzt ein bisschen zeitverzögert rein, um wen oder was geht es denn dabei? Ja, die meisten sollten es kennen. Alle, die danach suchen, wissen, wir reden hier von einer Cannabis-Firma, also nichts Ungewöhnliches. Ich habe mir auch jetzt hier zumindest das ein oder andere Video angeguckt, das nach den Earnings rausgekommen ist. Und tatsächlich, ich persönlich kann einige der Dinge, die da genannt werden, überhaupt nicht verstehen. Ich gehe jetzt nicht hier auf diese Neufirmierung und Namensänderung und so weiter ein. Ja, das ist was, was nicht super vernünftig aussieht im Sinne von ja, clean irgendwie der Track Record. Da ist auf jeden Fall was, was so ein bisschen shady wirkt. Und wenn man jetzt mal auf die geschäftliche Entwicklung guckt, auch der Chef des Ganzen wirkt mit seinen Versprechungen und Aussagen öfter mal so ein bisschen am oberen Ende dessen, was man verspricht und vielleicht aber eben nicht einhalten kann. Ja, was natürlich eher mal ein bisschen problematisch ist. Ich persönlich finde Leute, die quasi niedrige Versprechen geben und dann overdelivern, als dass sie overpromisen und dann underdelivern. Ich persönlich finde das nicht super gut. Aber gucken wir uns ja einfach mal an. Der Chart jetzt hier mehr oder weniger von einem Jahr, ungefähr um den Zeitpunkt rum hier, bin ich mit meiner ersten Kleinstposition eingestiegen und dann ungefähr bei 0,7. Ich habe euch eh ein Video gemacht, bevor hier zum Februar hin da der Ausschlag nach oben kam. Da hatte ich ja ein Video gemacht, irgendwo da um 0,7, ich weiß nicht mehr genau, habe ich gekauft. Und ja, hätte natürlich Gewinn mitnehmen können, habe ich nicht gemacht, habe viel mehr in der Aktie gesehen. Sehe ich auch nach wie vor, was das Potenzial angeht. Aber ja, nach wie vor verstehe ich die Leute, die kritisch das ganze Unternehmen sehen. Das, was man aber dabei berücksichtigen sollte, kann sein, dass ich ein bisschen natürlich voreingenommen bin, weil es eine eigene Position von mir ist, auch wenn es eine der ersteren ist, die ich hatte. Insofern nicht zu den bestrecherchiertesten meine ursprüngliche Kaufaktion im Mitte letzten Jahres gehört. Also ja, das ist mir durchaus bewusst, aber grundsätzlich geht es ja dabei nicht darum, entwickelt sich jetzt der Kurs gut oder nicht, sondern für mich und ich hoffe für jeden anderen von euch da draußen auch, geht es erstmal darum, entwickelt sich die Firma gut. Weil wenn die Firma sich gut entwickelt, dann ja, es kann sein, wie bei Tesla, dass das irgendwie 5 Jahre dauert, bis auf einmal dann der Kurs sich verzehnfacht innerhalb eines Jahres. Aber nein, sofern die Firma nicht pleite geht und sich immer besser entwickelt, wird zwangsläufig irgendwann der Kurs folgen. Ja, und die Frage ist, ist das eben bei Hello der Fall oder ist es eben nicht der Fall? Ich persönlich sehe relativ viele Anzeichen, gerade in den letzten 4 bis 8 Wochen, die eine positive Entwicklung begründen. Ob das immer alles richtig und vollständig in den Medien transportiert wird oder geschönt, das ist halt die Frage. Das kann ich nicht bezeugen, weiß ich nicht. Ich bin nicht intern in der Firma, also keine Ahnung. Ich kann nur mit dem arbeiten, was ich halt an Mediennachrichten oder eigenen Aussagen von dem Konzern kriege. Und da gucken wir einfach mal durch ein paar Dinge durch. Aber unabhängig davon, ob die Nachrichten gut oder schlecht sind, alles, was hier innerhalb dieser Zeitspanne passiert, ist mehr oder weniger Zufall. Dieser Ausschlag im Februar, kurz nachdem ich ein Video gemacht habe, ist Zufall gewesen, insbesondere in der Größenordnung, wie es passiert ist. Dieser Abwärtstrend seither, obwohl eigentlich sehr, sehr viele gute Nachrichten gekommen sind, ist auch einfach nur, ja, das hat nichts mit Logik zu tun oder einer zwingenden Folge. Wenn das passiert, muss der Kurs sich positiv entwickeln. Nee, ist einfach nicht so an der Börse. Insofern heißt es halt einfach, man muss Zeit mitbringen, man muss Geduld mitbringen und man muss auch mal in der Lage sein, eine Position mit minus 50% auszuhalten. Ich habe das letztes Jahr schon mehrfach gehabt, als ich im Ende Januar in den, nicht in den S&P, sondern in den MSCI World und in einen anderen ETF eingestiegen bin,
war ich gleich mal von vornherein batsch bei minus 30%, als Anfang März da der Crash kam. Und eben auch mit Halo habe ich das Mitte letzten Jahres schon gehabt. Das ist von ungefähr bei 10 Cent, glaube ich, war ich ursprünglich eingestiegen. Und dann ist es ja lange Zeit gleich mal irgendwie so bei 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr genau, rumgekrebst. Also ist für mich nichts Neues, gehört scheinbar dazu. Kann man das irgendwie besser handeln? Teilweise ja, würde ich mittlerweile sagen, was den Einstiegszeitpunkt angeht. Bei Halo ist tatsächlich sehr, sehr viel mehr Schwankung, finde ich, drin, insbesondere was nach unten angeht, als es für mich nachvollziehbar ist. Aber all das, insbesondere was hier so in den letzten 6, 7, 8 Monaten passiert ist, ist leider als kurzfristiges Geplänkel einzustufen und da kann halt alles passieren. Und das Problem ist, Halo hat einfach nicht die Umsatzzahlen lange Zeit liefern können, die eine andere Bewertung rechtfertigen würden. Und weil sie eben negativ wirtschaften, haben sie ja auch noch immer mehr Aktien raushauen müssen für jeden Zukauf, aber auch einfach, um die Geschäftstätigkeit aufrechterhalten zu können, was natürlich dann im Grunde indirekt immer die Firmenbewertung nach unten versaut hat. Ja? Insofern hoffen wir mal, die eigene Guidance von denen, gehe ich nachher noch drauf ein, ist ja, dass sie zum Jahresende Cashflow-neutral sind. Wenn sie das schaffen, dann gibt es potenziell sehr, sehr viel Wachstumspotenzial nach oben. Ich habe da einige Zahlen in anderen Videos gesehen, die finde ich komplett absurd einfach nur. Ja? Also, sorry, kann ich nicht anders sagen. Aber nur weil jetzt hier der Chartverlauf in den letzten paar Monaten irgendwie von 12, 16, 15 Cent, was auch immer, ach so, das ist Dollar Cent, ist egal, gewesen ist auf jetzt irgendwie 3 Cent oder so. Nur weil der Verlauf scheiße ist, heißt es nicht, dass die Firma bankrott geht. Die Firma geht dann bankrott, wenn sie nicht in die Gewinnzone kommt und irgendwann keine weiteren Aktien mehr ausgeben kann, weil kein Broker, wie auch immer, wer auch immer das für die macht, das mehr zur Verfügung stellt. Ja? Also, die Frage ist, werden sie die Gewinnzone erreichen? Die eigene Guidance sagt, Ende des Jahres ja. Wir werden sehen. Ja? Gucken uns mal, wie gesagt, ein paar Nachrichten dazu an. Also, sie haben die EU-Zertifizierung gekriegt für medizinische Exportprodukte, um die von Afrika in die EU exportieren zu können. Sie haben in der EU in England schon eine Firma, die das mit dem Gesundheitssystem und Krankenhäusern und so weiter im Zusammenhang steht und Medizinprodukte, Cannabisprodukte vertreibt. Also potenziell sollte, könnte sich da irgendwas ergeben. Plus, sie haben in Malta eine Firma, wo sie einige Dinge noch fertigen wollen, um dann für den gesamteuropäischen Markt, nachdem England ja nicht mehr dazugehört, importieren und dann weiter vertreiben wollen. Ja, also jedenfalls für den Export der Dinge, die sie in Afrika erzeugen können, haben sie auf jeden Fall jetzt schon mal die Zertifizierung abgeschlossen. Aus meiner Sicht also eine gute Nachricht. Hat sich ja auch hier positiv auf den Kurs ausgewirkt, aber der ist natürlich dann auch gleich wieder abgestürzt. Egal, ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Okay, Halo hat, wann war das? Ende Juli haben sie einen Vertrag unterschrieben mit Papa Herbst, wo sie offensichtlich für die gewisse Sachen produzieren und damit in Oregon, wo sie ja schon sehr, sehr stark vertreten sind, was die eigene Produktion und Vertriebsschiene angeht, da werden sie einige von den Sachen unter dem Namen Papa Herbst vertreiben. Also auch das aus meiner Sicht mehr Produktion, mehr Vertrieb, also eine gute Geschichte. Was haben wir noch? Halo Collective hat die Kuschbar-Geschichten, die sie von Hightide gekauft haben. Das sind drei Verkaufsstellen in Alberta, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das soll jetzt abgeschlossen sein und die eigene Prognose ist, die wie gesagt geschönt sein kann, aber bis Jahresende soll da das Geschäft quasi im Vollumsatz laufen. Ob das der Fall sein wird oder nicht und wie viel Umsatz da läuft, I don't know, wird sich zeigen. Ist das erstmal was Gutes, dass man eigene Verkaufsstätten hat, zusätzlich zu denen, die ja in LA gerade in Planung, Bau und oder slash Eröffnung sind, auf jeden Fall. Gute Nachricht, finde ich persönlich. Wie viel Umsatz da wirklich läuft oder nicht, warum Hightide die verkauft hat, keine Ahnung. Ja, auch das müsste man vielleicht noch tiefer recherchieren, falls man überhaupt irgendwie an diese Informationen kommen kann.
Aber faktisch finde ich persönlich für jemanden, der selber Cannabis anbaut, der selber diverseste Waren produziert, sie sind ja mittlerweile in so ziemlich jedem Dings, was es gibt, von Edibles über Getränke, über alles, was man halt rauchen kann, Flowers und, alles Mögliche für Vapor und so weiter, sind die ja mit dabei. Also sie können ja theoretisch alles selber aus eigener Produktion anbieten in diesen Verkaufsstätten. Insofern, ich persönlich denke, das könnte eine sehr gute Geschichte sein. Ob es das wird oder nicht, wie gesagt, wird sich zeigen. Was haben wir noch? Die Reorganisation der internationalen Geschäfte in die Arcanda Corporation. So wie ich das verstanden habe, ich gehe aber einmal kurz runter, geht es also einfach darum, dass man Unternehmensbestandteile, ich habe das ja auch in dem einen Kommentar unter den Videos dazu geschrieben, aufteilt, weil es einfach verschiedene Zielgruppen sozusagen gibt, die man gezielter bedienen möchte in irgendeiner Form. Und zwar alles, was in den USA unter Halo und was sie da in Kalifornien am Start haben, soll eher in den Vergnügungsbereich gehen. Es gibt ja einige Bundesstaaten oder wenn man an Europa, an Amsterdam denkt, ja, Holland, da sind ja diverse Dinge einfach legal, was den Konsum angeht. Und das ist ja in den USA, in einigen Bundesstaaten der Fall. Insofern will man sich da darauf konzentrieren. Und alles, was halt außerhalb ist, sprich das in Europa und in Afrika, das ist halt eher dafür gedacht, um generell als günstige Anbauplattform und dann Vorproduktion oder Endproduktion und Vertrieb für Europa oder Australien oder Asien, was auch immer, dient. Ja, also insofern aus meiner Sicht eine geschäftlich gesehen sinnvolle Geschichte, dass man Sparten hat, die sich auf diverse Dinge spezialisieren. Ob das am Ende gut ist oder man dadurch zu top-heavy wird im Sinne von zu viele Manager bezahlen muss und zu lange braucht, um in die Gewinnzone zu kommen und deswegen pleite geht, kann sein. Wie gesagt, es gibt diverse Risiken bei Halo, definitiv. Ja, insbesondere einfach die negativen Cashflow-Geschichten jedes Quartal, die sind deutlich im Minus und das ist ein riesiges Problem. Ob sie das jetzt tatsächlich bis Jahresende gehandelt kriegen, das wird sich zeigen. Ja. Was ist noch passiert? Sie haben jetzt ganz kürzlich Ende August wieder etwas Neues dazugekauft und wieder einige Millionen dafür hergegeben und demzufolge wieder einige Millionen neue Aktien rausgeballert. Und zwar in Oregon haben sie ein Indoor-Anbaugebäude gekauft, eine Firma gekauft, die halt einige Lizenzen und ähnliches hat und eben auch Anbaufläche, die potenziell noch mehr als verdoppelt werden kann. Und man redet davon, dass dort auf 55.000 Quadratfuß, was, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr durch 10 zu rechnen ist, um auf die Quadratmeter zu kommen. Und sie reden davon, dass es nicht bestätigte, aber vorläufige Ergebnis für den Bereich bei ungefähr 300.000 Umsatz im Monat und 100.000 Dollar Free Cashflow pro Monat seit April diesen Jahres hat man sich damit angeblich eingekauft. Ja, also auch das wäre natürlich schon mal wieder einfach aufs Jahr gerechnet über 1 Million positiver Free Cashflow, wenn das stimmt, wenn man tatsächlich, wie sie es hier beschreiben, die Anzahl der Grow Lights, also der Zuchtlichter, wie auch immer, Anbaufläche dort mehr als verdoppeln kann von 200 auf 500 Lampen, dann wäre natürlich theoretisch, wenn wir jetzt keinen weiteren Preisverfall mit einrechnen, das sagen wir einfach mal das Doppelte, dann ist ein bisschen Verfall mit dabei, 600.000 Dollar pro Monat Umsatz, also sprich über 6 Millionen Jahresumsatz wären damit dabei, aber eben auch 2,5 Millionen Free Cashflow. Theoretisch, ja, wenn das so funktioniert, wie Sie das hier selber schreiben, ist das geschönt und wie gesagt, man muss bei Halo mal ein bisschen aufpassen. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass der Chef da immer gerne ein bisschen am oberen Ende der möglichen Spannweite an
Ergebnissen, die aus so einem Akquise kommen können, ja, sich gerne am Optimumfall orientiert und nicht zwingend am Durchschnitts- oder realistischen Fall. Also gehen wir einfach mal davon aus, das ist trotz gesteigerter Produktion das, was am Ende des Tages bei rumkommt, dann wäre es immer noch netto 1 Million positiver Free Cashflow, den sie sich dazu gekauft haben. Das Ganze hat sie ungefähr 8 Millionen gekostet, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber wäre ja relativ bald amortisiert, sofern der Markt nicht immer noch weiter runtergeht von den durchschnittlichen Verkaufspreisen. Ja, also auch da würde ich grundsätzlich mal sagen, ist eine gute Nachricht. Wie man das tatsächlich dann einzusortieren hat und was da wirklich an Free Cashflow hängen bleibt, das ist natürlich die große Frage, weil es sind halt keine bestätigten durch irgendeine Buchhaltungsfirma, sozusagen Steuerberatungskanzlei, bestätigte Zahlen, sondern nur vorläufige Zahlen, die man da jetzt angibt. Ich hoffe schwer, dass Helo da tatsächlich ein bisschen genauer in die Bücher geguckt hat und das nicht einfach so raushaut, aber ich weiß es nicht. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig garantieren. Ja? Insofern gucken wir einfach noch mal kurz rein. Was haben die da von den Geschäftszahlen für das zweite Quartal geliefert? Sie haben sich natürlich für den Umsatz von 9 Millionen Dollar mit dem Vorjahr verglichen. Da sieht das ganz schön aus. Aber dann machen wir das gleich mal ins richtige Verhältnis, finde ich persönlich, für eine Firma, die sich selber als in Anführungszeichen steigend oder wachsend betrachtet, gucke ich mir gerne natürlich auch das Vorquartal an. Und wenn wir jetzt von den ersten 6 Monaten 19 Millionen Dollar Umsatz haben und jetzt waren gerade 9, heißt das, im ersten Quartal haben wir ungefähr 10 Millionen gehabt. Also ist es eigentlich ein Umsatzrückgang. Das ist natürlich theoretisch eine, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch eine schlechte Nachricht. Einfach von den Umsatzzahlen, da würde man natürlich mehr erwarten. Schauen wir einfach gleich weiter in die Zahlen. Der Verlust im Quartal mit 11 Millionen ist auch hier, wie man sieht, größer ausgefallen als im ersten Quartal. Logisch, machst weniger Umsatz, hast aber ähnlich viele laufende Kosten und klar ist dann dein Quartalsergebnis schlechter als im Vorquartal. Insofern, sie müssen zumindest tatsächlich auf irgendwie 20 Millionen, vermutlich sogar mehr, weil die Geschichten kosten natürlich auch Geld in der Erzeugung. Also eigentlich reden wir eher realistisch vermutlich von 30 Millionen, was man an Umsatz machen muss im Quartal, um Cashflow neutral zu sein. Es kommt ein bisschen darauf an, wie dann die Margen aussehen, beispielsweise von den Kuschbars, die man erworben hat jetzt, oder eben von den Verkaufsstellen, die in LE eröffnet werden. Das wird sich zeigen. Kann sein, dass da die Margen dann einfach besser sind. Aber ansonsten würde ich mal denken, dass man eher so 25 bis 30 Millionen Minimum machen muss, um dann über Skaleneffekte tatsächlich hier die Null stehen zu haben. Ja? Wir gucken uns auch nochmal die Vermögenswerte an, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo entwickelt sich das Ganze hin. Wir haben ein noch weiter gewachsenes Inventar an vorproduzierter Ware sozusagen, die noch nicht verkauft ist, aber auch schon von der verkauften Ware, wo das Geld noch nicht angekommen ist, hat sich der Wert zum Dezemberquartal verdoppelt. Ich habe jetzt hier nicht extra nochmal die vom ersten Quartal die Zahlen rausgeguckt, aber ist auch nicht super tragisch. Cash im Verhältnis zum Jahresende des Vorjahres hat sich in etwa verdoppelt. Am Ende des Tages also die kurzfristigen Vermögenswerte, sagen wir mal, plus minus null. Inventar sieht natürlich nicht schlecht aus, wenn es steigt, aber besser wäre natürlich, wenn das irgendwo hier oder eben beim Umsatz schon direkt drin wäre. Ist nicht der Fall. Müssen wir mal gucken, wie sich das dann halt, wie gesagt, mit den neuen Verkaufsstellen entwickelt. Die Geschäftsräume, Produktionsstätten und so weiter ist leicht gestiegen. Intangible Assets können wir grundsätzlich rausrechnen, aber das hieß ja, wir kommen hier zum Jahresende auf, sagen wir mal, 45 Pi mal Daumen Millionen Wert an Vermögenswerten und hier auf bisschen über 65, nicht ganz 70. Investments ist deutlich gestiegen. Wann sich das auszahlt oder ne, zum Cashflow irgendwie beiträgt, das wird sich zeigen. Okay. Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten ist weniger. Das ist schon mal gut. Wenn ich mir insgesamt angucke, die kompletten Verbindlichkeiten gerade mal so hoch wie die kompletten kurzfristigen Vermögenswerte.
denke ich, sind wir hier immer noch für so ein Unternehmen in einer vernünftigen Position. Ja? Insofern muss ich tatsächlich sagen, ich persönlich sehe hier, sie haben eine Zulassung für Export, Import, wie auch immer man das sehen will, für die EU gekriegt. Sie haben Verkaufsstätten gekauft, sie haben eine neue Produktionsstätte und eine Lizenz zum Verkauf in Oregon gekauft. Sie sind dabei, Verkaufsstätten in LE zu eröffnen. Das Ding in Afrika soll weiter ausgebaut werden. Ob da jetzt zu viele Führungskräfte zu viel Geld kosten und die Geschäftstätigkeit zu viel Aktien bedarf, um die überhaupt weiterzuführen oder irgendwann man keine mehr ausgeben kann, ist ein Totalverlust möglich? Ja, ist theoretisch möglich. Sehe ich das, wenn deren eigene Guidance, ja, da können wir nochmal kurz zurückgehen. Sie selber haben ja hier ihre Umsatzerwartung für das Jahr von 75 Millionen auf 65 Millionen runtergeschraubt. Das ist natürlich auch super bad im Sinne von, dann hätte man besser gleich einfach angeben müssen, dass man in etwa in dem Bereich glaubt zu landen. Aber eine Reduzierung des erwarteten Jahresumsatzes ist natürlich immer furchtbare Nachricht, gerade für so ein Unternehmen, was nicht Cashflow positiv ist. Und trotzdem glauben Sie, dass Sie mit dem vierten Quartal 2021 positives EBITDA erwirtschaften werden. Das ist natürlich nicht Net Income, ja, das ist mir durchaus klar, aber das wäre ja schon mal eine Aussage, dass man die ganzen Fixkosten, die man so hat, im Grunde im Griff kriegt. Sie selber glauben auch, dass sie die ganzen Overhead-Kosten in den USA zurückschrauben können bis Jahresende. Ich bin gespannt. Aber wenn ich ehrlich bin, ich persönlich sehe hier, dass es diverse positive Nachrichten gab, was die Entwicklung der Geschäftstätigkeit angeht. Ich sehe aber auch gleichzeitig, dass sich der Aktienkurs nicht im ähnlichen Ausmaß positiv entwickelt hat. Aber das eine, wie gesagt, ist halt nicht unmittelbar mit dem anderen verbunden, sondern nur langfristig gesehen über mehrere Jahre hinweg kann man sagen, wenn die Firma irgendwann anfangen würde, auf einmal 1 Milliarde Nettogewinn zu schreiben, ja, natürlich wäre sie dann auch irgendwann mehr als 1 Milliarde wert. Ja, da würde sie nicht ewig auf 150 Millionen oder was auch immer gerade die Unternehmensbewertung ist, rumkrebsen, ganz klar. Aber noch ist Helo nicht da. Ob sie jemals dahin kommen oder nicht, steht in den Sternen. Sie selber geben an, dass sie Ende des Jahres EBITDA positiv sein wollen. Das ist noch nicht net positiv, das ist mir klar, aber ja, schon mal sehr gut unterwegs. Insofern, ich persönlich werde meine Anteile halten. Glaube ich daran, dass sie sich bis zum Jahresende tatsächlich so stark entwickeln werden, wie ich das am Anfang des Jahres erwartet hätte? Nein, wenn so viele positive Meldungen kommen und die ersten zwei Quartalszahlen von den Umsatzentwicklungen her im Verhältnis zum Vorjahr ja schon deutlich nach oben gegangen sind, aber noch nicht super krass, wie man es vielleicht gehofft hätte. Trotzdem gab es super viele positive Nachrichten und der Kurs ist immer weiter nach unten gegangen. Also kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr davon ausgehen, dass sich der Kurs bis zum Jahresende vervielfachen wird, weil sie natürlich auch immer weiter für jede Akquise und die Fortführung der Geschäftstätigkeit neue Aktien raushauen. Ist also einfach unrealistisch. Aber ist das Unternehmen, wie soll ich sagen, tatsächlich kurz vor dem Bankrott? Das würde ich persönlich jetzt eher nicht so sehen. Kann sein, dass ich da voreingenommen bin. Ja, es ist wie immer keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung. Aber ich sehe tatsächlich zu viele positive Nachrichten, als dass ich davon ausgehen würde, dass sie nächsten Monat die Insolvenz einreichen. Ist es theoretisch möglich? Ja, ist möglich. Sehe ich aber nicht. Insofern bleibe ich investiert und will einfach sehen, was am Jahresende dann tatsächlich passiert ist, was die eigene Guidance für die Entwicklung der Geschäftstätigkeit für das nächste Jahr dann sein wird. Weil, wie gesagt, für mich ist tatsächlich wichtiger, ist die Entwicklung der Geschäftstätigkeit positiv und substanziell steigend, dann bleibe ich einfach investiert. Sehe ich das nicht, dann, na klar, dann muss ich irgendwann meine Verluste in Kauf nehmen und rausgehen. Aber ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum jemand mit den Nachrichten, die es jetzt gab, grundsätzlich weiterhin extrem negativ der Firma gegenüber ist, außer dass sie natürlich negativ Cashflow erzeugt.
Das schon. Das ist natürlich was, wo man sehr vorsichtig sein muss, ob man überhaupt investiert. Aber wenn man zu einem früheren Zeitpunkt der Meinung war, die Firma ist es wert zu investieren, dann macht es jetzt nach den Nachrichten von den letzten 2 Monaten aus meiner Sicht genau gar keinen Sinn zu behaupten, die Firma ist ein Totalverlust. Finde ich einfach nicht nachvollziehbar. Aber ist halt meine persönliche Meinung. Wie gesagt, keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung. Guckt euch das lieber ganz genau an. Guckt euch auch nicht nur die eigenen Meldungen an, sondern auch, wenn sie mit anderen Firmen in Zusammenhang stehen, was ist deren Aussage zu der Transaktion, die in irgendeiner Form stattgefunden hat, um euch einfach ein besseres, abgerundetes Bild zu machen. Aber nur weil der Aktienkurs jetzt nicht schon gleich anspringt und super positiv verläuft, zu behaupten, das ist irgendwie was, wo ich hier meinen Verlust in Kauf nehmen muss und rausgehen sollte, da ist halt einfach kein Zusammenhang da, weil es ist einfach kurzfristiges Geplänkel über ein paar Monate. Das kann sein, ja, es geht schon seit einem Jahr so, verstehe ich, aber ist es deswegen realistisch und nachvollziehbar? Nee, ist es nicht. Da muss man halt einfach einen längeren Atem haben, wenn man in sowas Spekulatives investieren möchte. Ja, es ist halt einfach kein Amazon, kein Microsoft, die jedes Quartal irgendwie 100 Milliarden plus einfahren. Das ist halt einfach eine Firma, die gefühlt sehr viel Potenzial hat. Meiner Meinung nach nicht nur gefühlt, sonst wäre ich nicht investiert. Aber ob sie das tatsächlich versilbern können, irgendwann in der Zukunft, in 6 Monaten, in 12 Monaten, in 2, 3 Jahren, das wird sich zeigen. Ja. Ich persönlich sehe das so, deswegen bleibe ich investiert. Wie ihr das seht, das müsst ihr für euch natürlich selber entscheiden. Es ist euer Geld, was auf dem Spiel steht. Ich persönlich bin in jeder meiner Positionen, kleine Side Note hier, wenn ich mal an Alibaba denke, ich bin in jeder meiner Positionen eingestiegen, so dass ich bereit bin, den Betrag, habe ich euch immer auch gesagt, völlig zu verlieren. Ja, für mich sind viele der Dinge, die ich hier in den letzten 1,5 Jahren gesehen und gemacht habe, Lernerfahrung, weil ich glaube, dass man immer einen Preis zahlen muss, um besser zu werden in dem, was man tut. Und üblicherweise hat das halt auch mit finanziellen Kosten zu tun. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass ein oder zwei meiner Positionen substanzielle Verluste oder Totalausfälle werden könnten. Wenn ich ehrlich bin, erwarte ich das für keine, aber im Durchschnitt erwarte ich das für ein bis zwei von den 20, die ich ungefähr habe. Ja. Sollte das eine meiner größeren treffen, wäre es natürlich schon schmerzhaft, keine Frage. Aber wenn sich auch nur eine Handvoll von den anderen Positionen so entwickelt wie einige der Positionen. Und wenn man hier ehrlich ist, man hätte auch mit Halo schon, hätte ich auch schon einen für meine Gesamtposition 100% Gewinn einfahren können. Brutto, versteht sich, wenn ich im Februar verkauft hätte, habe ich aber nicht. Also ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Es ist ja immer eine Frage, auf welchen Zeithorizont betrachtet man das Ganze. Ja, aber bevor ich hier jetzt nur noch rumlaber, soll es das an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen einen tieferen Einblick in meine Gedanken zu Halo Collective gebracht. Vielleicht hilft es euch auch in irgendeiner Form dabei, eure eigene Entscheidung zu treffen. Ist das nur was, was man auf der Watchlist hat, was man, wenn man schon investiert ist, halten möchte oder eben nicht mehr halten möchte, wenn man investiert ist, beziehungsweise sogar nachkaufen möchte? Soweit würde ich persönlich nicht gehen. Dafür ist die Position für mich schon grenzwertig zu groß. Aber das ist ja theoretisch auch denkbar. Ja? Aber das war's an der Stelle. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, denkt dran, arbeitet immer auch in eurem Traum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.